Leute, ich bin's, der Ingo vom Kanal Überleber. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht heute wieder aus der Werkstatt Messerbau Video Teil 2. Also geht's um diese schöne Boko-Klinge, die ich letztens hergestellt habe. Und heute ist eben der Griff dran. Ja, was das Holz betrifft, habe ich ja letztens so ein Abstimmungsvideo gemacht. Ne? Da konntet ihr quasi mitentscheiden, wie die Partien am Griffstück aussehen sollen, welches Holz ich da verwenden werde. Und das habe ich jetzt ganz professionell ausgezählt mit dieser, sagen wir mal, handgemachten Excel-Tabelle. Hier sind die einzelnen Kombinationen. Ich habe jetzt nur die aufgeführt, die auch wirklich kommentiert oder beziehungsweise abgestimmt wurden. Habe auch versucht, bei den Kommentaren zu berücksichtigen, wenn Leute eben so ihre Vorstellungen beschrieben haben, aber eben nicht auf die einzelnen Hölzer, die ja in dem Abstimmungsvideo vorgekommen sind, eingegangen sind. Also ich habe das versucht, irgendwie dann trotzdem hier noch mit einzubauen, so dass man eben hier ein klares Ergebnis hat. Ist auch relativ klar ausgefallen. Der Sieger ist die Kombination A3-B7, ja, gefolgt von A6-B3 und A7-B3. Wie gesagt, alle, die kommentiert haben, die abgestimmt haben, die kommen in diesem Video vor. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, wo ich das einblende. Also seid gespannt. Die Kommentare, die tauchen dann immer in diesem Video hier fortlaufend auf. 3, also das stabilisierte Birkenholz für die Partien vorne und hinten am Griff. Und 7, dieses wunderschöne Fliederholz, an der Stelle auch nochmal danke an Uli, ne? Das wird bestimmt der Hammer. Das wird dann eben quasi das Mittelteil vom Griffstück, wird bestimmt sehr schön aussehen. Vorne dann eben Messing, dazwischen dann immer, ich habe mich jetzt hier für dunkles Leder entschieden, weil ja doch viel nachdunkelt und ich glaube, das helle Leder wird auch mit der Zeit dunkel, also nehmen wir da einfach schwarzes Leder. Gut, ich will euch jetzt auch gar nicht weiter mit irgendwelchen Gequatsche behelligen, ich fange jetzt einfach an. Baue jetzt den Griff. Davor werde ich das Messer allerdings noch schärfen und dann ordentlich mit Klebeband einpacken, dass wir hier nicht irgendwelche Kratzer raufbekommen. Das Schärfen macht sich einfach in dem Zustand, wo der Erl noch freigelegt ist, ein bisschen einfacher. Und dann nutze ich einfach die Gunst der Stunde und ziehe das mal schnell über den Bandschleifer und werde es dann nochmal auf dem Gürtel ein bisschen abziehen. Mal sehen, wie scharf er das bekommt. Und hier meine Messingquelle, ein Messingtürbeschlag. Naja, hat eine ordentliche Materialstärke, ist mal was anderes. Thank you.
statt. Es geht um A3, B7. Die B7 bedeutet stabilisierte, verrottete. Die 3, also bedeutet. Gut, ich will euch dann auch gar nicht weiter mit. Ich fange jetzt einfach mal an und lege hier, wo der freigelegte R ist. Es macht sich einfach in dem Zustand, wo der. Ich habe hier noch so eine alten